Duda ermittelt in der psychiatrischen Klinik Randlingen, wo am Vorabend ein Tanzfest für Insassen stattfand. Willkommen in Matters Reich, Wachtmeister. Auch der junge Patient Herbert Kaplaun hätte gerne teilgenommen, was vom Klinikdirektor Ulrich Borstli jedoch nicht genehmigt wurde. Am nächsten Morgen fehlt von Borstli jede Spur. Klauser beschrieb in der Geschichte das Umfeld der psychiatrischen Klinik von Münsingen, in der er sich mehrere Male aufgehalten hat. Herbert Kaplaun, so wird es interpretiert, ist die autobiografische Figur von Klauser. Das italienische Wort matto bedeutet verrückt und dementsprechend wird der Irregeist, der in der psychiatrischen Klinik umherspukt, auch so genannt. Sie kommen jetzt in eine eigenartige Welt. Zu matto. Ja! Studer begibt sich also in einen Mikrokosmos der modernen Welt, zwischen den hauchdünnen Grenzen von Normalität und Wahnsinn.